Polysend ist ein Schulungszentrum für Gehörlose, Schwerhörige, Gebärdensprache und Diversity Management. Die Idee ist entstanden aus einem Schulungsprojekt heraus für Gehörlose. Damals war Gebärdensprache noch nicht anerkannt, das war 2004. Und es war für uns so das Aha-Erlebnis zu sagen, okay, wir bieten jetzt auch Kurse und Maßnahmen in Gebärdensprache, in der Muttersprache für Gehörlose an, damit sie in die Gesellschaft andocken können und den Bildungsrückstand aufholen können. Also wir haben auf der einen Seite, wenn gehörlose Jugendliche nach der Schule kommen, bauen wir sie meistens auf, weil sie sehr frustriert sind oder eine negative Schulerfahrung gemacht haben. Und dann geht es erst in die Berufsorientierung hinein. Wir machen Vorbereitungslehrgänge und leisten dafür politische Arbeit, weil viele Berufe dürfen Gehörlose nicht machen. Aufgrund ihrer Gehörlosigkeit heißt es, für diesen Beruf nicht die gesundheitliche Eignung zu haben. Und wir bereiten den Inhalt der Ausbildungen, Vorbereitungen in Gebärdensprache auf. Also wir haben relativ viele Vorbereitungsarbeit. In den Jugendprojekten, in den Erwachsenenprojekten sind wir so etwas wie eine Volkshochschule für Gehörlose. Und wichtig ist für uns, dass wir kommunizieren und das nicht verleugnen. Wenn man gehörlos ist, ist man aus der Integrationslandkarte eigentlich weg. Ja. Also wenn wir den Preis bekommen, dann würden wir eigentlich ein Sprachprojekt für gehörlose Migrantinnen einsetzen. Abseits von Kursen und von Öffentlichkeitsarbeit entwickeln wir auch sämtliche Unterrichtsmaterialien selbst, weil es gibt so gut wie keine Materialien, auf das wir zurückgreifen können und nutzen praktisch die neuen technischen Möglichkeiten für den bestmöglichen Unterricht und Training für Gehörlose. So haben wir auch ganz spezielle Tische und Ausstattung und Equipment. Und ich glaube, es ist uns vieles gelungen, damit Gehörlosigkeit eben aus dem Eck, aus dem gesellschaftlichen Eck heraus gedrängt wird. Und ich glaube, das zeigt so, dass uns die Zielgruppe besonders am Herzen liegt. Wir sind hier im Reparatur- und Servicezentrum Russ. Die Idee des Projektes ist eigentlich die, als erster wirklich nachhaltiger Betrieb in Österreich, die drei Dimensionen Ökonomie, Ökologie und Soziales in unserem Handeln miteinander zu verknüpfen. Wir wollen Ressourcen schonen, wir wollen Abfälle vermeiden und aus ehemals langzeitarbeitslosen Personen Spitzentechniker machen. Wir beschäftigen insgesamt 23 Mitarbeiter aus 9 verschiedenen Ethnien. Da stellen wir auch fest, dass Diversität einen Vorteil bringt, denn wir haben zum Beispiel eine Reparaturtechnik bei Waschmaschinen gelernt von einem Iraner, wo man Waschmaschinen, ohne sie zu beschädigen, ganz einfach umlegen kann und von hinten und von unten bearbeiten kann. Die Visionen für die Zukunft ist, dass wir mit unseren Reparaturdienstleistungen am besten dafür sorgen können, dass Produkte länger genutzt werden und weniger schnell zu Abfall werden. Wir halten es nämlich für ethisch nicht vertretbar, dass wir mit immer mehr Ressourcenaufwand immer kurzlebigere Produkte auf dem Markt vorfinden. So haben wir zum Beispiel das Reparaturnetzwerk Österreich mitbegründet und den Europäischen Dachverband für Sozialwirtschaft Reuse. Und wir können, wenn wir es hier in dem kleinen Markt in Österreich zeigen, dass es geht, dann auch besser realisieren im Lobbying in Brüssel.